Und wieder zu bei Let's Play Immense Destiny ist noch einen sehr harten Kampf. Man sieht MP quasi leer. Was zur Hölle ist gerade passiert? Ich habe euch platt gemacht. Ihr seid erledigt, das ist passiert. Was soll das? Wo gehst du hin, Marish? Wir haben verloren. Also gehört nämlich sie versprochen ihnen. Aber das Geld. Du kannst doch nicht alles fallen lassen. Ich habe ihm mein Wort drauf gegeben und ich halte immer, was ich verspreche. Dass nicht einmal du das verstehst. Ein Versprechen ist eine Frage der Ehre und des Anstandes der Person, die es gab. Wenn auf dich kein Verlass ist, auf dem Wort kein Verlass ist, dann ist auf dich kein Verlass. Nochmal zurückguck. Haben wir schon mal zwei schwere Kämpfe hinter uns? Ach ja, ihr habt's geschafft. Wie immer grandiose Arbeit, Leute. Seid ihr schwer verwundet? Wir werden euch helfen. Gibt Schlimmeres. Ihr habt jetzt keine Zeit, um euch in Arzt zu spielen, klar. Aber Jan, dann stirb halt. Da hat er recht. Ich komme schon irgendwie durch, denke ich. Vollkommen richtig. Macht euch um uns keine Gedanken. Seid ihr wirklich sicher? Aber klar. Stehen kann ich schon mal. Seht ihr? Alles halb so wild. Vorsicht. Keine Sorge. Bin da etwas wackelig auf dem Bein. Ich werde meine Heilmagie dazu verwenden, die anderen zu heilen. Ihr sollt euch währenddessen schon auf den Weg machen. Ein guter Plan. Wir werden schon nachkommen, sobald ihr kampfbereit seid. Eben. Wir werden den ganzen Spaß mit Sicherheit nicht bei euch allein überlassen. Kann ich mich auch heilen? Vielen Dank von jedem von euch. Also los, worauf warten wir noch? Heilen und so? Huch, jetzt habe ich einen dritten gespeichert. Ist schlimm. Wir gehen erstmal nochmal zurück, um uns ein bisschen besser auszurüsten, denn der Kampf gerade war ein wenig hart. Und wir sind jetzt Level 35 jeder, ne? Genau. Ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Ich meine, es gibt theoretisch kein Ende vom Level her. Beziehungsweise Level 100 sollte das Maximum sein. Auf dem Spiel her ist es, glaube ich, so das gewünschte Ende, keine Ahnung, 44, 42, irgend so etwas in der Art. Da ist das gewünschte Ende, weil da bekommt man auch die stärksten Attacken von der alten Frau, die können wir auch kennen von Questor. Und weiter geht's eigentlich auch nicht mehr wirklich. Klar, man könnte noch weiter leveln, glaube ich, aber muss nicht sein. Aber geht das theoretisch? Kann man sich so hochleveln, bis man theoretisch zu OP ist für Nemesis? Wäre mal eine interessante Idee. Ja, so zum Thema, wir sehen Draco zum letzten Mal. Huch, gehen wir doch nochmal hin. In der Höhle müssen wir nicht, da waren wir schon mal. Schwester mit dem Weg, ich denke nicht, ne? Nein. Gut. Puh. Dann haben wir schon mal mit die schwersten Kämpfe fürs Erste erledigt. Wobei, wenn ich so drüber nachdenke, der Endboss ist auch nicht gerade ohne. Abgesehen davon, selbst der Endboss ist nicht so schlimm wie das, was noch in Zeitquest-technisch kommt. Da gibt es nämlich einen Gegner, der ist ganz böse. Ja, und gegen die werden wir auch noch früher oder später kämpfen werden, und zwar vor dem Endboss. Weil es halt ein optionaler Boss ist und alles Optionale machen wir noch vor dem Endboss. Aber erstmal führen wir die Story so weit fort, wie es möglich ist. So, jetzt werde ich aber Fred einkaufen, wenn er da oben rumlungert. Müsste eigentlich, ne? Ja, ist er. So, was haben wir alles verballert? Huch, davon einiges. Da geht es gar nichts, aber hiervon genug. Ich glaube, ich sag mich mal richtig damit ein. Nehmen wir mal auch ein paar verballert. Ja. Hat alles gekostet, gut. Aber egal, Geld braucht man, glaube ich, nur noch für Tränke und dergleichen. Für Sachen kaufen, glaube ich, braucht man gar nichts mehr.
Weil die besten Sachen haben wir, glaube ich. Also zum Kaufen haben wir die besten Sachen. Nur, die besten Sachen allgemein, glaube ich, kriegen wir noch bei Sidequests. Ein paar. Was genau, weiß ich auch nicht. Und stimmt, da wir jetzt auch die Aura der Göttin in uns haben, können wir auch die starken Elementarattacken alle lernen. Kommt auch alles, wenn wir kurz am Endboss sind. Nur wer SLP von Anfang an mitverfolgt, diese komischen weißen, ja, Türen, kann man fast schon sagen, in den einzelnen Dungeons, die wir ganz zu Beginn hatten, da können wir jetzt überall durch dank der Aura. Und dahinter sind nochmal ganz fette Mega-Bösse und, ja. Wenn wir die platt machen, bekommen wir halt die Überfähigkeit von den Elementaren. Und davon können wir mindestens zwei auch sehr, sehr gut gebrauchen. Für den Kampf gegen Nemesis. Die anderen beiden eh nicht so. Gut, aber wir haben uns erstmal ausgerüstet. Das sollte erstmal reichen. Die Jungs werden da weiter erstmal rumgammeln. Das heißt, wir speichern nochmal. Und gehen jetzt, ja, zur Unterwelt. Das ist ja so, die Unterwelt. Besonders eingeladen sieht es ja nicht aus. Da würde ich, ich weiß nicht, ob ich schon schlechte Laune kriegen, wenn man hier leben würde. Nicht besonders einladend? Sieht aus, das ist furchtbar. Ich fühle mich vor mir, wie Dunkelheit mir hochkrabbelt. Wir müssen uns auf alles gefasst machen. Sie könnte hinter jeder Ecke lauern. Zum Beispiel da. Oh, doch nicht. Verstehe. Ah, falsche Stimme. Gebühren mir einen würdigen Empfang. Ja! Letzter Dungeon mit ein paar neuen Gegnern, die ich erstmal ignorieren werde. Prinzipiell dauert es nicht allzu lange, hier rumzugeiern, weil, wie wir wissen, wir müssen ja hier rein. Und vier Schalter müssen wir drücken, um da reinzukommen. So, und diese vier Schalter sind mit Rätseln verknüpft. Zwei mit Denkrätseln und zwei mit Geschicklichkeitsrätseln. Eins davon ist ziemlich hart, das letztere eher weniger. Führe den Schatten. Da gibt es einen Ort, den ihr gehört. Ich glaube, das war ein Geschicklichkeitsrätsel, deswegen lassen wir das mal sein. Ich werde erst die Denkrätsel machen. Weil für Geschicklichkeit habe ich irgendwie keine Lust mehr und schieße den Weg. Oh. Was haben wir denn da? Ein Kerberos. Cerberus würde, glaube ich, mehr passen. Und der Nachtmangus. Müssen ziemlich empfindlich gegenüber Licht sein. Oh ja. Und ein Segenschnitt sollten wir auch ziemlich böse Aura machen. Naja, kommt zur Einladung, können wir sie mal erledigen. Mal gucken, wie viel HP die eigentlich haben. Okay, der ist schon mal vergiftet. Also können wir jetzt eigentlich mal ja, am Leben lassen, den Cerberus da hinten erledigen. Ich mit dem Cerberus. Ach, weißt du was, nochmal angefreicht auch. Das sind ja allesamt Viecher der Dunkelheit, insofern passt das schon. Schon gesagt, ey, Viecher der Dunkelheit. Ach, sowas könnt ihr auch noch, okay. Hat einen Grund, warum ich nicht geheilt habe. Ungefähr deswegen, weil ich erwartet habe, es kommt noch was. Seuchenzahn? Von mir weg stirbst, erstmal das da. Ach, ich liebe solche Leute, die irgendwie meine Gedanken ein bisschen mitlesen können und sich denken, wie, du willst nicht sterben, kaputt hauen. Ah, super, da haben wir so wenig Leben noch, ne? So, hier war eines der Geschicklichkeitsrätsel. Was haben wir denn? Die 1 ist klein, die 2 ist groß, darauf folgt klein und dann groß und viel klein. Was? Also die 1 muss Feuer sein, die 2 muss ein kleines Feuer sein, dann voll klein, groß, klein.
Also klein, groß, klein, groß, klein. Klein, groß, klein, groß, klein. Stimmt das? Nochmal. Klein, groß, klein, groß, klein. Ja, passt schon. Wie kann ich das machen? Ach so, okay. Ah, ich verstehe. Das ging jetzt schnell. Okay. ja. 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 Ach komm, weißt du was? Wieso nicht? Was bist du denn? Ach, so ein Ding, okay. So einer ist das. Wobei das Denkrätsel jetzt wirklich einfach ging. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen Glück dabei gehabt, aber trotzdem leicht hart. Wer weiß, vielleicht schaffen wir noch ein paar mehr Rätsel in dieser Folge. Das wird in Zukunft Leo nur zu gut gefallen. Oh, noch ein Level of him allein. Why not? Können wir auch alles gebrauchen. Wir müssen eh irgendwann Level 40 oder 42 werden, keine Ahnung. Gut, das war das erste Denkrätsel. Das sieht nach Geschicklichkeit aus. Erwartet zweimal Geschicklichkeit. Das schneller als die Schatten. Das Eisen tritt nicht rein. Ah, ich darf ihn nicht speichern. Darf ich hier speichern? Okay. Dann speichern wir, machen das mal. Da haben wir schon mal alles auf der rechten Seite erledigt. Mehr so bekannt. Klappt das? Oh. Okay, ich werde nur zurückgeportet. Ich dachte, ich sterbe damit oder sowas. Aber wenn ich nur zurückgeportet werde, ist ja alles in Ordnung. Das klappt auch. Okay, es ging ja noch einfach. Okay. Ah, ich kann noch reingehen. Noch da. Ah, jetzt müssen wir kurz nachgucken. Wo bin ich wieder sicher? Da in der Ecke bin ich sicher. Einen können wir noch. Okay. Warte mal. Da unten bin ich sicher. Ne, bin ich nicht. Neben dem Kristall bin ich, glaube ich, sicher, ne? Ja. Warte mal, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen gucken. Das ist mir alles ein bisschen strange. Also das Feld neben dem Kristall bin ich sicher, komme ich denn da hin, Uno? Wenn ich ein bisschen aufpasse, komme ich da hin, glaube ich. Okay, probieren wir es. Okay. Ein Feld runter können wir auch noch gehen. So, wo ist jetzt wieder... Ups, wegen Mikro gekommen. Da hinten ist ein bisschen was frei. Scheiße. Nun gut, machen wir es ein bisschen anders. Vielleicht geht es dann doch irgendwie einfacher. Mal kurz gucken. Wo bin ich mal genau sicher? Ich glaube hier, ne? Ja. Ach, wie super. Ich meine, ich könnte auch versuchen, mit Lichtgeschwindigkeit durchzurennen, aber das habe ich auch keine Lust zu. Weil dann renne ich wahrscheinlich gegen so einen Schatten rein, wo ich gar nicht hin will. Ja gut, das hier ist auch noch einfach.
Das ist auch so ein bisschen kopfzerbrechend. So, warte mal. Den Raum daneben will ich gar nicht ansehen, der ist ja noch beschissener. Also ich kann dann in die Ecke hingehen. Das könnte man eigentlich schon mal machen, so. Dann wäre ich hier, wie gehabt, sicher. So, dann könnten wir doch an sich wieder zu neben den Kristall latschen, ne? Machen wir auch noch mal. So, einmal so, okay. Dann können wir runtergehen, sind wir auch noch Sicherheit. So. Wo wollte ich jetzt nochmal genau hin? Ich meine, da drüben, da wo diese angebrochene... Ja. Die Wand zu meiner Linken, kann man quasi sagen. Beziehungsweise von Erikas Rechten, da ist eine angebrochene Platte. Da sind wir in Sicherheit. Das heißt, ich würde quasi einmal jetzt nach links gehen und runter. Ich glaube, so einfach ist das nicht, ne? Obwohl, ist doch eigentlich relativ einfach und muss nur wissen, wie man es tut. So, geschafft. So, wir können eigentlich noch ziemlich weiter runter gehen. Bis hierhin. So, da ist die Frage, wie kommen wir jetzt da durch? Da in der Mitte gibt es noch ein paar Felder, wo ich hingehen kann. Ich könnte versuchen, mit Lichtgeschwindigkeit da unten zu kommen. Also wenn so ein dunkles Fältchen jetzt vor mir ist, runterdüsen und einmal runter, das könnte ich probieren. Probiere ich, glaube ich, mal. Ja. Mit einem Grund, warum ich die Schicht nicht mag. Dann renne ich wieder irgendwo rein, wo ich nicht hin will. Oder ich renne da rein, oder ich renne nicht dahin, wo ich hin will. Sagen wir mal so rum, ne? Was haben wir nochmal gesagt? Genau, hier war ich irgendwie... Wow, fast schon zu weit gegangen. So, können wir da hingehen? So, sind wir wieder hier, genau. Ich probiere es einfach noch einmal. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Okay, der Schwachsinn. Es gibt also keine... Okay, es gibt kein freies Feld. Die Scheißdinger kommen Ewigkeiten hoch und runter. Prinzipiell ist das nicht schwer, ich muss halt nur gucken, dass ich von denen nicht verarscht werde. Gut, probieren wir's. So, wie komme ich dann denen vorbei? Muss ich nicht mal warten, bis die weg sind? Aufpassen. Welche Stelle hier? Wow, gefährliche Stelle, wo ich gerade bin. Ich will da weg. Oh mein Gott. Wer kommt jetzt zuerst zu mir? Ihr. Ach Mann, ich bin so dumm. Hätt's einfach nur warten müssen, lieber. Das sah aber ganz gut aus. Okay. Einen Versuch gebe ich noch. Wir sind aber eindeutig an den Geschicklichkeitslevel und nicht an den Denklevel. Aber das ist noch das einfache Geschicklichkeitslevel mit, naja. Ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, das Level, was mich nicht umbringt. So, einmal so, einmal so, einmal so. So, warten und runter. Nochmal, okay. Dann haben wir gesagt, machen wir einmal mit Lichtgeschwindigkeit. Okay, haben wir. Wenn man das Licht nicht schnell weg ist. Gut. Okay, hier kann ich hingehen. Dann kommt mal runter. Erstmal hier. Ich will schon ein bisschen mehr Zeit haben. Ja. Ja.
Kommen wir da hoch. Gut. Gut. So, jetzt müssen wir kurz abwarten. Nein! Oh Gott. Fast hier denselben Fehler gemacht. Okay, ich bin schon ziemlich nah. Jams. Sehr schön, zurückporten lassen können wir uns jetzt mal ganz einfach. Komm mal her. Puh. Okay, dann speichern wir noch auf den ersten Speicherplatz. Puh, das war hart am Ende. Aber wir haben es noch hinbekommen. Gut, im nächsten Part würde ich sagen, wir machen alles auf der linken Seite. Hoffe ich da mal. Gehen bis kurz zum Endboss und dann können wir vielleicht schon mit den Sidequests anfangen. Das heißt, ich muss mir schon ein bisschen online mal nachgucken. Obwohl ich nicht zwingend ein paar Sidequests habe ich so im Kopf. Dann würde ich mal sagen, im nächsten Part die Sidequests halt. Bis dahin, tschüss.